Das heißt, dieser Enthusiasmus auf Rap bezogen heißt ja, dass du dich jetzt noch so fühlst, auch mit, und Entschuldigung, wenn ich ein bisschen auf dem Alter rumreite, mit 41 Jahren, wie jemand, der jung früher angefangen hat und das Feuer und dieses Blut geleckt hat, um Rap selber zu machen. War das denn immer so oder gab es zwischendurch mal, ist dieses Feuer immer da gewesen oder ist es jetzt wieder da? Ich glaube, dass es Phasen gab, in denen mich zu rappen weniger interessiert hat als im Moment. Also, ich glaube, als ich zum ersten Mal besser ohne Rap wäre ich da nie hingekommen. Aber als ich zum ersten Mal anfing, mit Mitteln, über die ich persönlich nicht verfüge, zu arbeiten, war das natürlich schon voll faszinierend. Ich mache jetzt eine Gesangsplatte. Echt? Aber du kannst gar nicht singen. Ja, ich habe eine Sängerin. Wird geil. Aber also das ist schon so ein neues Spielzeug, das dann erstmal in den Vordergrund tritt wahrscheinlich, yeah, oder? Ja. Aber jetzt hast du wieder dieses Gefühl und dieses Feuer. Das heißt. Gut, ich kann auch keine Gitarre spielen und habe trotzdem Gitarristen auf der Platte und sage, ah nee, ich werde es lieber so und kann ich nicht. Und was passiert, wenn du das machst? Warte mal, zeig mal. Also, ich arbeite ja auch jetzt hier dauernd mit, und ich habe ja auch Gesang auf der Platte. Ich arbeite auch hier dauernd noch mit Mitteln, über die ich persönlich nicht verfüge. Aber arbeite mit dem ersten Mittel, das ich in dem Zusammenhang hatte, halt ebenso. Das macht mir große Freude. Ist dann der Inhalt des Albums eine Seelenbefreiung, ein Aufräumen, Altlasten wegschreiben, so irgendwas? Ja, also das hat immer ein bisschen was, also das ist ja auch voll der abgedroschene Satz, ja, aber es hat halt, ist halt ist so. Ist doch immer so. Voll. Also, aber es ist halt irgendwie kaum noch der Rede wert. Aber natürlich schreibt man sich Dinge von der Seele. Ja, finde ich schon, weil manchmal gibt es auch Alben, die einfach entstehen, weil sie aus einem bestimmten Prozess heraus einfach mal gemacht werden müssen, auch nach einer gewissen Zeit vielleicht, weil vielleicht auch es erwartet wird oder man selber sich einen Erwartungsdruck aufgebaut hat. Man kann aber auch einfach sich wirklich tief in die Seele blicken lassen, das Ganze in ein paar 16er verpacken und auf CD herausbringen. Ja. Und das ist dann eher hier die Variante, die du gewählt hast. Ja, das würde ich auch so sehen. Dann läuft ja Gefahr, dass wenn man deine Musik jetzt kritisiert, du es persönlich nimmst, oder? Der Savas hat in einem Track mal gesagt, Rap zieht mit sich, dass du irgendwann allein bist und jeder, der findet, dass du scheiße Raps, dein Feind ist. Das habe ich lange Zeit genauso empfunden. Pass auf, wenn du jetzt hier über mein Blut redest, in der Art und Weise, die mir nicht passt, kommen wir nicht zusammen. Ich habe heute eine andere Vorstellung davon, wie unnötig Streit ist, dass, und was für ein hohes Gut ein Dialog ist, wenn er ernst gemeint ist, dass ich, wenn du jetzt sagtest, du, deine Platte gefällt mir nicht. Ey, Bruder, kein Problem. Ich kann dir versichern, dass ich die sehr ernst gemeint habe und die nicht rausgelassen hätte, wenn ich nicht der Auffassung wäre, dass es das Beste ist, was ich zurzeit zutage fördern kann. Aber kein Problem. Magst du trotzdem noch einen Kaffee? Weißt du? Ich selber schließe mich da aus, denke mir nur, dass man, wenn du jetzt damit in die Öffentlichkeit gehst und nach der ganzen Zeit. Klar, ey, guck mal, aber wirklich, weißt du, du hast irgendwie ewig dran gearbeitet, was weiß ich, wie viel Geld investiert, gemacht, getan und jetzt kommt einer und redet das mies. Aber ist die Kritik nicht scheißegal? Das Beste ist ja, dass gerade in der Zeit, in der ich mich am meisten drüber aufgeregt habe, ich parallel dazu behauptet habe, mir ist es egal, ob das jemand hört oder nicht. Ich weiß, das ist geil, das ist es und ich musste das machen und jetzt ist vorbei. Passt ja alles überhaupt nicht zusammen, leider. Was mir voll leid tut. Ja. Aber du bist zufrieden? Mit der Platte? Sehr. Ja. Bist du der Fan? Wenn ich das in aller
Bescheidenheit sagen darf. Ja, das darfst du. Da bin ich voll bei dir. Bist du noch der Fan, der man immer bleiben muss, um gute Rapmusik zu machen? Wie der Chrissy gesagt hat. Steilvorlage. Ja. Ja. Ich glaube, dass der... ich habe das damals so verstanden, dass der Chrissy das so auf Hip-Hop bezogen hat. Ich würde das heute ausweiten wollen auf, du musst irgendwas lieben. Wenn du nichts liebst, kannst du gar nichts machen. Irgendwas musst du lieben und sagen, hey, das ist, ansonsten, wo soll die Kraft herkommen? Ja. Dein Telefon klingelt. Einfach ganz normal wie im Flieger. Und du musst alle anderen irgendwie angucken, wie, oh. Dabei weißt du ganz genau, was du bist. Das war Spaß, Entschuldigung. Das war gemein, jetzt ja. Guck mal, hochrot geworden. Sorry. Aber im Flieger muss halt noch ein bisschen empört gucken. Ich habe eine lustige Geschichte, aber die erzählen wir nachher. Über den Flieger, weiter geht's. Erst ruf ich Sido an, dann ruf ich Bushido an. Warum hast du nicht Rap gehabt? Ich muss ihn wieder haben, dann will ich Savage, den nächsten auf der Checklist, er sagt: Du kannst Rap nicht haben, weil du Rap bist. Okay, okay, krass, komm, na krasser Mann. Okay, okay, weiter mit meinem Masterplan. Jetzt ruf ich Azad an und check die schönen Zeilen, er sagt: Rap ist wo er war, wir sind direkt im Rödelheim. Der Enthusiasmus eines Kindes, 28 Jahre gereift. Sie sagen, ich mach das, doch ich bin es, das mit gar nichts zu vergleichen. Von Atmosphärik zu Intensität, du kannst fragen, wo ich's herkrieg. Doch der Sinn ist, wenn man's lebt und es ist wie. Wieso haben die kein Ansehen, Alter, weil MCs ihr Niveau für ne Handcreme halten. Aber was die Lappen checken, ist mir grad egal. Denn Mann, ich hab Hip-Hop gerettet und ich mach's nochmal. Weißt du, wie viele Liter Blut in diesen Beats sind? Mir wär es lieber, du würdest mich sitzen, den musst du kennen, Alter, frag dein Vater, das ist M.Pelem, die Hartreim-Saga, und er macht es wieder wie Heck, wenn er die Gewalt bringt, glaub mir, dieser Typ rappt länger als die alt sind, mit dem Druck keiner Pump kann und spürt diese Liebe, wenn er spuckt und ist so dankbar dafür. Whoa, whoa, I love that sound, gib mir ein Ruf, look, we run the crown. Ich lieb wie es klingt, tanze gut, wenn ihr den Beat wieder bringt. Eine Frage, die im Vorfeld schon oft geklärt wurde, du hast gerade Kool Savas erwähnt, ist natürlich die Feature-Liste zu dem einen Track. Okay, dazu muss ich einfach sagen. Lass mich kurz zwei Sätze vorher erzählen, dann kannst du nämlich deine Antwort vielleicht anders bauen. Weil ich weiß, dass die Frage immer kommt und ich weiß auch, und man kann mir gut vorstellen, was deine Antwort dazu ist. Es sind Stimmen am Anfang, sie sind alle mit eingebaut, sie sagen was dazu, Jan singt die Hook. Es sieht nach außen ja dann immer so aus, erste Frage, hier sind ja gar keine Rap-Parts von den Leuten dabei. Dann zweite Frage, warum den ganzen Namen, ist das ein Promo-Move, damit alle auf den Track oder auf das Ganze gucken. Ich habe eher C, die Frage, ist das nicht dann auch einfach mal so ein kleines, dieses berühmte, ich sag's deutlich, Eier raushängen lassen, dass man, wenn man es wirklich drauf anlegen wollte, sie alle auf den Track kriegen würde. Was niemand anders schaffen würde. Okay, es tut mir so leid, ich muss aber noch davor anfangen, weil... Die Antwort gibst du ja überall, deswegen, oder? Nein, ich weiß ja, dass... Weißt du, wenn du sagst Feature-Liste, wenn man die Namen rausgibt, ich habe das nicht getan, es gibt keine Feature-Liste. Auf dem Ding steht einfach nirgendwo Featuring irgendwen. Steht kein Featuring. Das, ja. Und weißt du, wenn da ein Featuring stünde, müsste da Featuring Jan Delay stehen. Ja. Du kannst ja nicht, weil einer zwei Worte sagt, irgendwie ein Featuring machen. Aber das ist doch logisch, dass wenn du damit anfängst, dass alle Leute darauf anspringen. Da steht ein Trackname und da stehen Namen dahinter. Das ist in 99 von 100 Fällen ein Feature. Niemand anders schreibt Vogue und Samples hinter einen Track, weil dann müssen wir ja überall. Man müsste ja überall. Ja, deshalb tue ich ja auch nicht. Genau, ganz genau, deshalb tue ich es nicht. Wo ist dein Punkt?
Na, wieso, was steht doch dahinter? Steht nein. In den Tracklists, die veröffentlicht sind, stehen diese Namen dahinter? Nein, es gibt ja irgendeine Tracklist, die aber ich hatte ja den Eindruck, dass ihr das war. Ja, ach so. Also, ja. Weil ich hab's nicht gemacht. Bei mir stehen einfach nur die Tracknamen. Da steht nicht, wer auf irgendwie, da steht auch nicht, wer da Gitarre spielt, da steht nichts. Da steht auch beim Xavier nicht, Xavier featuring Xavier Naidoo oder sowas. Das gibt's bei mir gar nicht. Da steht nicht Gentleman, nix. Dann haben wir jetzt hier nur damit aufgeräumt. Aber finde ich sehr gut, dass wir das getan haben. Das hast du wahrscheinlich auch nicht nur hier getan, sondern auch in vielen anderen Gesprächen, weil die Frage häufiger kommt mit Sicherheit. Aber meine Frage ist noch offen.